Hallo Freunde der guten Unterhaltung und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei einer weiteren Folge von den Smokers. Das sind einmal der Mike, hallo, und der Kalle. Wie im letzten, vorletzten Video angekündigt, testen wir eine weitere Sorte von Mallas. Genau. Und zwar den Gum. Mike, erzähl mir ein bisschen was zu dem Tabak. Genau, den gibt es in 100 Gramm Packung, kostet 8,90 Euro. Wenn ihr den kauft, ist der erst abgepackt in so einer Umverpackung. Da sind zwei Stück von drin, je 50 Gramm. Ja, wir haben das schon mal vorbereitet, also bei uns ist der Tabak hier schon drin. Ausgepackt, der ist schön feucht. Zeig mal einmal den Schnitt. Ja, ich komme mal einmal rum. So sieht das Ganze aus. Also ist genau wie der Ice Peach, ein genau. Richtig feiner Schnitt, genau. Wenig Äste. Riecht deutlich nach Kaugummi, recht süßlich, also nicht irgendwie so Spearmint oder sowas. Oh, der Duft, der kommt hier schon entgegen. Ich finde, der Tabak hat was von diesen kleinen bunten Kaugummis aus den Kaugummiautomaten. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch die noch kennt, früher, ja, so 10 Pfennig reingeschmissen, ja. 50 Pfennig, ganze Schnute voller Kaugummis. Und dann erstmal ordentlich die Kiefermuskulatur gestärkt. Was mir auffällt, ich finde, es kommt noch so eine herbe Note raus. Ich weiß, es ist ein bisschen da, so Orangenlikör, finde ich. Ich weiß nicht, riech du noch mal ran. Ja gut, du hast auch so ein bisschen einen anderen Geruch als Kaugummi. Ich finde, der Kaugummi kommt aber deutlich. Ja, auf jeden Fall deutlich Kaugummi-Geruch, nur halt auch irgendwie so eine herbe, undefinierbare Note im Abgang. Also ich bin der Meinung, es ist irgendwie so Orangenlikör. Mike zeigt euch jetzt mal eben den Kopf wieder. Genau. Also, so sieht das Ganze aus, wenn es dann gebaut ist. Wir rauchen in der Sapphire Power Bowl, im Donut-Style gelegt. Die Löcher sind schön frei. Wir nehmen dann wieder die Alufolie, also Panzeralufolie, eine Lage mit Atomlochung und drei Kokobrikos. Ja, wir bereiten das Ganze schon mal vor und sehen uns dann gleich wieder. Bis später. See you. Da sind wir wieder, Freunde. Wir haben jetzt angeraucht. Der Tabak kam auch ziemlich schnell in Gang. Die Rauchentwicklung, ja, ist bombastisch. Ja. Also nicht schlecht. Mhm. Richtig geile Rauchentwicklung. Der Tabak war auch echt schön feucht. Mhm. Beim Geschmack kann ich sagen, es hat sich der Geruch bestätigt. Also der Geruch kommt 1:1 im Geschmack wieder. Ja. Mir persönlich schmeckt der Tabak auch richtig gut. Ja. Das Einzige, was mich ein wenig stört, ist dieser herbe Geschmack, den ich anfangs erwähnt hatte. Der kommt so ein bisschen durch. Orange. Ich finde, es ist ein bisschen Orange, so Orangenlikör, das ist jetzt nicht ganz mein Fall. Aber alles in allem gefällt mir der Tabak wirklich sehr gut. Also der hat sofort die Hitze angenommen. Rauchbombe. Ja, Rauchbombe. Ja, ich persönlich finde, dass er zeitweise so ein bisschen vom Geschmack nachlässt, was aber jetzt eigentlich gar kein Nachteil im Tabak ist. Ja, kommt dann eigentlich sofort nach 15 Minuten oder sowas. Finde ich, ist der Geschmack eigentlich wieder voll da. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Ja. Also beim Anheizen hat er kurz nachgelassen, jetzt ist er wieder richtig da. Was ich im vorletzten Video vergessen habe zu sagen, zu dem Ice Peach, genauso wie zu dem Gum. Ich hatte das gestern Abend mal getestet mit Kohle nachlegen, also 2 Stunden lang konnte ich den locker rauchen. Er hat auch nur leicht an Geschmack verloren. Ja, bevor wir euch noch großartig langweilen, also von mir gibt es auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Ja, von mir auch. Also den kann man sich ruhig mal gönnen. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut, auch sehr intensiv. Noch einen Tacken intensiver als der Peach Mint. Wir rauchen jetzt noch das schöne Köpfchen zu Ende. Ja, auf euch, Freunde. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir sagen euch jetzt noch nicht, was wir machen. Ja, wir wissen ehrlich gesagt selber noch nicht. Ja, wir gucken mal, was uns so an Tabak nach Hause flattert. Ein bisschen genau. Post haben wir gekriegt. Ja, unser Tabakregal ist auch
bumsvoll. Ja, doch. Wir haben gute Auswahl. Jo, an dieser Stelle verabschieden wir uns dann ganz einfach. Bis zum nächsten Mal, ja, und guten Rauch euch. Ciao.